Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einem kleinen Tutorial für TrainSimWorld 3 zur Baureihe 628. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe ganz oft die Frage bekommen, sag mal, auf dem PC hast du ja gezeigt, da gibt es eine Tastenkombination, Steuerung und Enter und Shift und Enter für die PZB und die SIFA zum Einschalten. Wie kann ich denn das auf der Konsole machen? Da habe ich ja nicht diese Tastenkombination. Ja, wusste ich auch nicht in meinen ersten Fahrten. Ich habe mich auch dusselig gesucht, wo hier in diesem Fahrzeug man die PZB und die SIFA einschalten kann. Habe da aber einige Kommentare gehabt, wo das Ganze funktioniert und das zeige ich euch mal. Wie gesagt, auf dem PC geht das hier mit Steuerung und Enter und Shift und Enter. Machen wir aber wieder aus, weil wir wollen ja gucken, wo das funktioniert. Ich habe geschaut hier und habe durch den ganzen Zug durchgeschaut hier unten. Aber schaut mal hier, hier ist eine Klappe, die macht ihr auf. Und dann könnt ihr euch hier das PZB-Ventil aufdrehen und das SIFA-Ventil. Und dann könnt ihr die Klappe wieder zumachen. Und wenn wir jetzt vorne in den Führerstand gehen, dann seht ihr, die PZB ist aktiv und der SIFA Leuchtmelder ist auch aus, was bedeutet, das Ganze funktioniert jetzt. Problem ist nur, ihr müsst schauen, auf welchem Führerstand ihr sitzt. Wenn ihr auf dem anderen sitzt, funktioniert das Ganze nicht hier an der Seite an der Klappe. Ihr müsst auf die andere Seite des Zuges und dort die Klappe aufmachen, denn das geht nur auf der einen Seite. Ist jetzt nicht so tragisch, dass das nur auf einer Seite geht, aber ich habe mir halt schon Gedanken gemacht, was da los ist, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass TSG das nicht verbaut hat in der Baureihe 628, dass wir hier PZB und SIFA auch ja, per Knopfdruck, nenne ich es jetzt mal, anschalten können, sondern nur über Tastenkombinationen. Wie gesagt, hier ist die Klappe, die macht ja auf und jetzt seht ihr auch, ist das Ganze wieder aus. Der SIFA-Leuchtmelder leuchtet und hier der PZB-Leuchtmelder leuchtet nicht. Und um das noch einmal zu demonstrieren, zack, zack, einmal wieder zu und dann seht ihr hier die SIFA aktiv und die PZB. Ja, ich hoffe, ich konnte einigen damit helfen. Ich hatte auch wirklich teilweise zwei, drei bitterböse Kommentare, so ein Rotz, das macht mir den ganzen Spielspaß kaputt und Konsolenspieler leiden jetzt wieder. Ich konnte mir halt wirklich nicht vorstellen, ich habe dann auch versucht, beruhigend darauf einzuwirken, dass das auf der Konsole nicht geht. Ich konnte euch halt nur bisher noch nicht sagen, wie. Aber jetzt hoffe ich, dass ich dem einen oder anderen Konsolenspieler ein bisschen Ärger ersparen kann und ein bisschen Frust. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben da lasst, wenn ich euch helfen konnte. Und wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.